Hey Leute, was geht ab? Ich grüße euch von Herzen, hoffe es geht euch gut. Hab lange überlegt, ob ich heute ein Video mache. Hab lange überlegt, ob ich die Kamera anmache, ob ich sie auslasse. Hat auch folgenden Grund. Ich habe jetzt 2 Nächte lang eigentlich nur 4 Stunden geschlafen, war den ganzen Tag am Arbeiten, bin tierisch platt, bin voll im Arsch. Ja, bin gerade erst nach Hause gekommen. Es ist jetzt 8 Uhr oder so, bin seit heute Morgen um 6 auf den Beinen wieder. Bin unterm Strich einfach im Arsch und hatte einfach keinen Bock auf ein Video. Und hab auch eigentlich gerade keinen Bock. Hab einfach keinen Bock. Hab aber jetzt trotzdem die Kamera in die Hand genommen, um euch immerhin das mitzuteilen. Und der Daily Vlog Geschichte einfach treu zu bleiben und euch einfach Hallo zu sagen heute und einfach, Kuba, was hast du denn für Störungen gerade? Kupsen? Was los? Kuba hat ja gestern seinen neuen Platz bekommen und mit seinem Deckchen oben drauf und hab ihm ja gestern dieses Ding da gekauft, diese Kaltschaummatratze. Und, boah, ihr seht das auch, ne? Ich sehe echt fertig aus. Hey, Kuba, zurück! Zurück auf deinen Platz! Und wir trainieren hier gerade, dass er auf seinem Platz bleibt. Weil der kleine Gauner ist ein ziemlich nervöses Hemd. Alter, ich sehe echt müde aus. Der kleine Gauner ist wirklich ein sehr nervöses Hemd. Will heißen, wenn er nicht seinen Platz hat, dann ist er den ganzen Tag oder die ganze Zeit, wo ich hier in der Wohnung bin, am Rumlaufen. Und sobald ich mich bewege, läuft er mit. Heißt also, der Kuba hat im Endeffekt keine Ruhe im Arsch. So. Und das ist tierisch nervig. Erstmal ist es nervig für ihn, weil er keine Ruhe im Arsch hat. Zweitens ist es nervig für mich, dass er keine Ruhe im Arsch hat. Und jetzt hat er seinen Platz bekommen und jetzt trainiere ich seitdem, dass er mit seinem Ärschchen auf seinem Plätzchen liegen bleibt. Und das schmeckt ihm gar nicht, ne? Ja, und dazu habe ich auf jeden Fall hier Leckerlis parat. Das heißt, immer wenn ich ihn auf seinen Platz schicke und er geht dahin, kriegt er ein Leckerli von mir. Und immer wenn er eine Weile auf seinem Platz lag und einfach nur da rumliegt und chillt, stehe ich einfach auf und gebe ihm Leckerli. Wenn er entspannt ist. Gerade ist er ein bisschen unentspannt, heißt, er kriegt kein Leckerli. Gerade ist er aber auch einfach unentspannt, weil ich die Leckerli-Tüte in der Hand halte. So. Und jetzt ist er unentspannt, weil ihm irgend so ein Otto eine Kamera ins Gesicht hält. Ja. Auf jeden Fall wollte ich heute eigentlich gar kein Video machen. Ich meine, guckt mich an. Ich sehe aus, als ob ich krank wäre. Und da sind wir wieder beim Thema. Ich habe euch ja auch erzählt, dass ich mich nicht so gut fühle, weil die Nathalie mich, glaube ich, angesteckt hat. Und ich glaube, da kommen einfach gerade momentan oder auch gerade heute so ein paar Sachen aufeinander. Sehr wenig Schlaf, das ist immer so, das ist eigentlich das Schlimmste, ne? Ihr kennt das selber, wenn man ein paar Tage wenig pennt, dann wird so der Geduldsfaden und das Nervenkostüm dünner. Und so ist das, ne? Die Laune ist nicht die beste. Ja, dann viel Arbeit, fühle mich schlapp und krank. Ja, und dann hat man eben auch vielleicht mal keinen Bock, so ein YouTube-Video zu drehen. Versteht ihr doch alle, oder? Ist heute eben so. Fertig, aus, Ende. Das war's auch schon. Ich warte gerade auf mein Essen. Die Nathalie hat mir was bestellt und ich weiß nicht, was es ist. Und heute werde ich euch auch nicht verraten, was es ist. Ihr werdet heute nicht dabei sein beim Essen, weil ich, gibt's heute eben nicht, Leute. Ich freue mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt, bedanke mich bei euch und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Das wird ein Video sein, wo der Kevin nichts schneiden wird, gar nichts schneiden wird, weil das immer noch der erste Take ist. Das gab es auch noch nie. Das ist gerade quasi hier eine Premiere, dass ich die Kamera in die Hand nehme, sie anmache und einfach durchlaber. Das gab es noch nie. Also, Kevin, auch für dich. Kevin,
eigentlich auch mal schön für den Kevin, weil dem Kevin, um euch mal kurz aufzuklären, dem geht's ähnlich, der ist auch platt, der ist auch müde und ich glaube, der hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn der Rode heute gesagt hätte, Kevin, weißt du was, heute gibt's nichts zum Schneiden, ne? Hätte der bestimmt auch nichts dagegen. Und deswegen, Kevin, du musst heute nichts schneiden. Dieses Video können wir einfach so hochladen und am Ende des Videos hau ich noch einen raus, Leute. Morgen ist Freitag in meiner Welt. Das heißt, ihr seht das Video heute. Das heißt, heute ist bei euch Freitag. In meiner Welt ist heute Donnerstagabend. Morgen ist Freitag in meiner Welt und morgen. Ich wollte gerade sagen, morgen haue ich einen raus und morgen haue ich auch einen raus und das kann ich jetzt auch nicht mehr zurücknehmen, obwohl es ist egal. Morgen haue ich einen raus, Leute. Also, danke fürs Einschalten und bis morgen, ihr Lieben. Ciao. Tada, haha, verarscht, da bin ich nochmal. Natürlich zeige ich euch, was ich heute esse. Und es gibt auch einen Schnitt in dem Video, nämlich gerade den eben. So, da ist die Tüte, Fedora ist da. Oha. Mhm. Ui. Natalie hat übertrieben. Mhm. Oha, Leute, ja, bis morgen, ciao. Geilo, ey.